die Musik für mich selber studiert habe, werde ich euch am Ende dementsprechend noch was dazu sagen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Mein Name ist Jibril und wir reagieren heute zusammen zu einem Video, welches heißt, ist Music Haram? Okay, meine lieben Geschwister, ihr wisst Bescheid. Wenn ihr ein Video habt, zu dem ich reagieren soll, dann postet den Link doch bitte in die Kommentare und ich werde es mir inshallah anschauen. Wir starten jetzt direkt in das Video. Ich zähle wieder mal auf 3. 1, 2, 3, let's go. But before you throw the Haram police card at me, let me just say, I'm not here to get into this argument. I'm not here to discuss the legal rulings on instruments, on singing, on drums, on nasheeds, or anything of that sort. I'm here to do something different. Actually, you know what? Scrap the word haram. Let's just ask... Okay, vergesst jetzt einfach mal das Wort haram und konzentriert euch einfach mal darauf, was ist Musik? Da ich selber Musik gemacht habe, produziert habe, Texte geschrieben habe, die Musik für mich selber studiert habe, werde ich euch am Ende dementsprechend noch was dazu sagen. Ourselves. Is music harmful? And when we say music, can I just say, I'm speaking about the music that the majority of people are listening to today. The music that's on our radios, on our iTunes playlists, on our TVs, YouTube channels. This is the music I want to speak about. Should we, as Muslims, be fine with these kinds of songs? Well, also es geht jetzt vor allem um diese Musik, die Mainstream ist, die so gut wie jeder hört, in jedem Radio, auf jeder Playlist. So, let's take a look at the top 100 Billboard charts today. The top 5 songs currently are Despacito, Wild Thoughts, What I Like, I'm the One, and Unforgettable. You don't have to look far to see that in each and every single one of these songs are messages calling to sexual promiscuity, violence, drugs, alcohol, arrogance, and the worst of social behaviors. And look, I know what you're thinking. Not all music is like this. True, but the statistics speak for... Also es geht in diesen Songs eigentlich immer um Drogen, Sex, Gewalt. Kurz gesagt, Sex, Drugs and Rock'n'Roll. ...themselves, when they say that the majority of mainstream music is riddled with sexual references, drug references, references to alcohol, violence, and antisocial behavior. And by the looks of it, it is only getting worse year in, year out. And as I said, I'm not here to argue about the different opinions and rulings on instruments, because in all honesty... Also ihr habt die Statistiken gesehen, ja? Also in der Musik, meiner Meinung nach auch, gibt es mehr Schlechtes als Gutes, so wie ich gesehen habe. Und natürlich, wie ihr gesagt habt, gibt es ja auch gute Musik, aber ich meine... Ariana Grande wird auch als positive Musik oder gute Musik angesehen. Jetzt, über was singt die denn alles? Uneheliche Beziehungen, Dinge, die ich gar nicht mit meinem Mund aussprechen möchte. Und Kinder im Alter von 6, 7, 8 Jahren hören sie hoch und runter mit ihren Kopfhörern. Jeden Tag. We're well beyond this argument. There's no point in arguing whether or not instruments are halal, when little kids are listening to people like Nicki Minaj. Honestly. We need to move forward and just admit something for what it is. It's wrong. And of course we can argue that we're strong and we have resolve and we won't allow such music to influence us or affect us. That's fine. You probably are strong. But whether you admit it or not, it's subconsciously having an effect on you. And if you don't believe me, I have a suggestion for you. Studies suggest that teenagers spend up to 4 hours a day listening to such music. Why not grant the Quran access to your ears just for a portion of this time and see if it doesn't have an effect on your heart? Even if you don't understand a word being recited, it will affect you. It will have some sort of effect on your heart. And lastly, for those that are weak, for those that have shortcomings, like myself, also auch wenn ihr jetzt sagt, ihr seid stark und ihr lasst euch nicht manipulieren von der Musik, auch wenn, mit der Zeit wird es trotzdem einen Effekt auf dich haben, weil du bist ständig in einem Freundeskreis und in einer Umgebung, wo es eigentlich nur um diese Sachen geht. Und ihr müsst euch mal vorstellen, das ist meine Meinung, ja, das, was ich gesehen habe. Also es gibt positive und negative Frequenzen. Jetzt in der Musik, jeder Producer kennt das, den Equalizer, wo du die Frequenzen umstellen kannst. Jetzt überlegt mal, würdet ihr diese Musik
ich sage jetzt mal zum Beispiel von KMN oder sonstigen Sängern, die eigentlich nur ständig über diese Dinge rappen und singen, wie ich verkaufe dies und das und ich ziehe mir dies und das durch die Nase und ich mache dies und das mit deiner Freundin und ich mache das und das mit deiner Mutter und die macht mir dies und das. Also ich denke, ihr versteht, was ich meine, ja? Also ihr würdet das niemals ohne instrumentalen Hintergrund hören. Denn die Musiklabels, die Major-Labels, die arbeiten mit dem und das nennt sich Sex-Sales. Also die verkaufen eigentlich die Gelüste. Also sagen wir nackte Frauen in den Videoclips, Drogen, Gewalt. Und diese Major-Labels können diese Frequenzen auf eine positive Art und Weise umstellen, sodass die Musik berauschend auf uns wirkt. Wir süchtig danach werden. Ich meine, man sieht es immer wieder. Ich meine, die Leute können heutzutage nicht rausgehen ohne einen Lautsprecher nebendran, wo die Musik laut rauspumpt oder in den Zügen oder den Bussen ständig mit den Kopfhörern an sind. Den ganzen Tag lang nur Musik hören. Hoch und runter. Und diese Frequenzen, meine lieben Geschwister, die haben einen Effekt auf uns. Und die führen uns langsam, langsam, langsam in diese Szene rein. Wo es dann genau so anfängt, dass man dann sagt, ja, ich finde das cool, was er rappt. Ah, dies, das über Drogen. Ah, das und das mit der Frau. Und langsam, langsam, ah, ich nehme jetzt mal einen Schluck von dem und ich nehme jetzt mal einen Zug von dem. Das fängt genau so an. Und schon ist man mittendrin. What you could do is at least admit that it's wrong. Because the first step in stopping something is to acknowledge that there's a problem. Let's no longer justify this sin. Let's admit it for what it is. It's wrong. And the sooner we make this acknowledgement, the sooner we can make the intention to start making a change today. May Allah help us all. Jazakallahu khairan and thank you very much. Ja, meine lieben Geschwister, was denkt ihr zu diesem Video? Wenn ihr ein Video habt, zu dem ich reagieren soll, dann postet den Link doch bitte in die Kommentare und ich werde es mir inshallah anschauen. Auf diesem Kanal kommen regelmäßig Videos, also drückt jetzt auf den Abonnier-Button, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ja, meine lieben Geschwister, was soll ich noch sagen? Ich bin ein sehr logisch denkender Mensch und wenn mich Leute fragen, wieso ich mit der Musik aufgehört habe, dann sage ich immer, weil ich realisiert habe, was die Musik wirklich ist. Also ich selber wollte immer als Mensch und ich will es heute noch, etwas Positives auf dieser Erde verändern. Da muss ich doch irgendwo anfangen und ich selber konnte das einfach nicht mehr supporten, weil ich gesehen habe, was die Musik wirklich ist. Und wenn man etwas verändern will, etwas Positives, dann muss man irgendwo anfangen. Und das war bei mir bei der Musik. Denn überlegt mal, wenn kleine Kinder im Alter schon von 6, 7, 8 Jahren anfangen Musik zu hören, diese Musical.ly's zu machen, wo sie sich halbnackt im Internet präsentieren und zu Songs und Liedern tanzen und ihre Dinger bewegen, zu Texten, wo sie nicht mal selber wissen, was die darin sagen. Und was ist unsere Zukunft? Unsere Zukunft sind unsere Kinder. Und wenn unsere Kinder mit dem aufwachsen, nonstop diese Kopfhörer anhaben, dann ist ja klar, was passiert. Und dann fragen wir uns, ja, wieso ist unsere Jugend so verdorben? Subhanallah. Die Musik ist kein Spiel. Viele, viele Menschen werden durch die Musik manipuliert. Wie gesagt, durch diese Frequenzen, die ich vorhin erwähnt habe. Und diese haben definitiv einen Effekt auf uns. Wie viele Leute haben schon wegen der Musik angefangen, Drogen zu nehmen, zu rauchen, zu kiffen, zu trinken oder sonstige Dinge zu tun mit Frauen, die ich hier nicht aussprechen will, weil sie das einfach cool fanden. Die Kinder, die wollen Rapper werden und die Rapper, die wollen Gangster sein. Versteht ihr das? Es ist immer das Gleiche. Das ist nur ein Showbusiness, um Geld zu machen. Und wie Geld zu machen mit Dingen, die verboten sind. Musik ist eigentlich nur Audio-Pornografie. Ergibt Sinn, oder? Also meine lieben Geschwister, ich kann nur jedem ans Herz legen, sich so gut wie möglich von der Musik fernzuhalten und mal anfangen, vielleicht mal den Koran zu hören. Und da gibt es einen Beitrag, meine lieben Geschwister, den ich euch noch kurz zeigen möchte. Des Weiteren ist authentisch vom Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert. Wahrlich, in meiner Umma wird es Leute geben, die Al-Hir, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, die Seide, den Kamr, Berauschendes und die Musikinstrumente als erlaubt erachten. Bei Bukhari. Jetzt gibt es auch einen Vers im Koran, den ich euch gerne vorlesen möchte. Hier hat einer eine Frage gestellt und die Frage war, ich habe immer gehört, dass Musik, Singen und Tanzen im Islam verboten sind. Was sind eigentlich die Beweise dafür? Und jetzt kommt die Antwort. Beweise für das Verbot von Musik im Koran und Sunnah. Beweise für das Verbot von Musik im Koran und Sunnah. Der Erhabene Allah sagt in Surah Luqman sinngemäß, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, meine liebe Schwester, unter den Menschen gibt es manche, der zerstreuende Unterhaltung erkauft und die Menschen von Allahs Weg ohne richtiges Wissen in die Irre zu führen und sich über ihn lustig zu machen. Für solche wird es schmachvolle Strafe geben. Ja, meine lieben Geschwister, wie gesagt, auch wenn wir jetzt den Islam komplett mal auf die Seite legen und uns die Musik an sich angucken, wissen wir,
Es ist nicht gut. Es kann nicht gut für unsere Kinder sein. Und ich weiß, für uns ist das normal hier und wir sind halt so aufgewachsen. Aber in anderen Ländern, da ist es ganz normal, dass man den Koran hört und dass man da den Koran liest und mit dem halt so aufwächst und nicht mit Musik. Wie gesagt, die Musik ist nur Audiopornografie. Weil was wird da drin alles gesagt? Ja, ich mach dies und das mit deiner Freundin, ich mach dies und das mit deiner Mutter und ich hab mir das durch die Nase und ich rauch 10 Kilo von dem und ja, ihr wisst genau, was ich meine. Deswegen, ich bin ein Mensch, der wirklich nur das Beste für alle will. Ich bin ein Mensch, der etwas Positives auf dieser Erde verändern will. Und ich war immer schon ein Mensch, dem egal war, was alle anderen von ihm denken. Schon immer. Ich habe immer das getan und mache es immer noch heute, was mir Spaß macht, was mich erfüllt. Aber ich hinterfrage auch Dinge. Und glaube nicht alles einfach so. Geht jetzt in die Kommentare, schreibt hin, was ihr über das Video denkt, was ihr über die Musik denkt. Vergesst nicht, wenn ihr ein Video habt, zu dem ich reagieren soll, dann postet den Link doch bitte in die Kommentare. Und ich werde es mir inshallah anschauen. Wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, dann drückt jetzt auf den Abonnier-Button, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und wir sehen uns inshallah beim nächsten Video wieder. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.